Willkommen zum nächsten Part der Boca Juniors Karriere. Ja, der Part, nachdem wir die Niederlage gegen Tigers einstecken mussten. Die Niederlage, die mich richtig abgefuckt hat, weil es kann einfach nicht sein, dass wir gegen Tigers immer solche Probleme haben. Jetzt haben wir eine Nachricht, müssen wir unseren Nationalkader noch berufen, denn wir haben auch bald wieder Spiele mit Argentinien. Darf man nicht vergessen, unsere Nationalmannschaft ist ja auch noch am Start hier gegen Kolumbien. Ist ein sehr guter Gegner, interessantes Spieler bei Kolumbien, und dann Bolivien uninteressant. Gegen Kolumbien werden wir spielen, aber wir sind jetzt hier erst bei denen. Das werden wir simulieren gegen Colo Colo. In der Gruppenphase werden wir spielen in diesem Part und das dann wahrscheinlich auch noch spielen oder simulieren werden wir schauen. Ich würde sagen, gehen wir direkt in das erste Spiel, was wir simulieren werden. Gehen wir rein ins Ligaspiel. Wir haben richtig viel verändert, weil danach haben wir nur zwei Tage Pause. Dann geht's gegen Colo Colo. Jara, unser Rechtsverteidiger, kriegt hier direkt eine rote Karte. Mein Gott, aber wir haben richtig viel verändert. Aber Elionussi macht es 1-0. Caleri 2-0. Ich überspringe mal 4-0. Und das, obwohl wir direkt am Anfang eine rote Karte bekommen haben. Sehr, sehr, sehr nice. Das zeigt wirklich, dass wir was können. Sehr, sehr nice. 4-0. Und ich würde sagen, gehen wir direkt ins Spiel, aber wir haben ja noch ein paar Nachrichten. Ja, Sperre ist aufgehoben, der war ja gesperrt in dem Spiel. Und ja, unser Rechtsverteidiger Jara ist gesperrt fürs nächste Ligaspiel, ist aber jetzt erstmal egal. Und Erbes möchte mehr Einsatzzeit. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir aber erstmal ins Spiel gegen Colo Colo. Wir sehen da rechts die Tabelle und da müssen wir auf jeden Fall jetzt gewinnen. Das würde mich sehr, sehr freuen und das wollen wir auch einfach in Colo Colo schaffen. Und das ist die Aufstellung, mit der wir gegen Colo Colo spielen. Ich habe richtig was geändert. Ich habe mir mal was anderes einfallen lassen, anstatt immer dieselbe Aufstellung. Es ist im Grunde dieselbe Aufstellung, nur ein bisschen verändert. Er bis hier als ZDM, den habe ich kurz vor die Abwehr gezogen. Also hier mit 4 kann man die ja noch ein bisschen verschieben. Habe ich ihn kurz vor die Abwehr als ZDM. Golazo ist Linksverteidiger. Silva spielt diesmal im Mittelfeld als ZM. Amati in der Innenverteidigung, das kann der auch. Will ich einfach mal testen. Aras Carita als ZOM. Melli rechts, ganz normal. Jara spielt noch rechts, weil Peruzzi gebe ich einfach noch eine Pause. Correa ein bisschen hinter TWS und TWS ganz vorne. So spielen wir jetzt mal gegen Colo Colo und ich würde sagen, gehen wir rein. Werden wir mal reinflanken mit Silva. Kommt, scharf sogar, kommt gut. Können wir nicht ganz gewinnen. Amati gewinnt den Kopfball, aber leider nicht ganz aufs Tor knapp. Amati, der ja in dem Spiel als Innenverteidiger spielt, ist meiner Meinung nach sogar vielleicht noch die bessere Position für ihn, weil er einfach sehr, sehr gut im Kopfball ist, sehr, sehr viel stärker. Ich glaube, der hat 90 Stärke oder so, ich weiß gerade nicht mehr. Von dem her ist er vielleicht als Innenverteidiger sogar richtig stark. Müssen wir schauen. Correa, oh, schlechter Pass. Oder haben wir den noch? Den haben wir, glaube ich, noch. Den haben wir noch. Aras Carita, gute Chance, Nachschuss. Und da ist das 1-0 nach 9 Minuten. Tevez. Oder war das TWS? Ich glaube schon. Ja, sieht nach TWS aus. 1-0 nach 9 Minuten. Wie geil ist das denn? Aras Carita hat da gut nachgesetzt. Und dann machen wir direkt den Nachschuss rein mit TWS. Wir können es mal anschauen. Erst so ein schlechter Pass, aber dann Aras Carita setzt einfach nach. Druck setzen, was wir immer machen wollen. Und TWS macht den dann natürlich rein. 1-1. Sehr, sehr. 1-1. Was laber ich eigentlich? 1-0 nach 10 Minuten. Silva. Mit einem guten Ball auf Carlos TWS. Aras Carita mit links macht er den rein. Nach 17 Minuten steht schon 2-0. So müssen wir spielen, Freunde. Aras Carita spielt richtig gut hier in den ersten 20 Minuten. Ganz stark, ganz, ganz stark. Wir können es nochmal anschauen. TWS auf Aras Carita ist natürlich auch schlecht verteidigt. Aber trotzdem ist es auch ein guter Abschluss. 2-0. So, sehr gute Freistoßposition. 23 Meter mit Carlos Tevez, der kann doch eigentlich Freistöße. Carlos Tevez an den Pfosten, oh mein Gott, Freistoßtor wäre mal geil gewesen. Vielleicht können wir da noch nachsitzen, komm. Können wir da noch nachsitzen, weiter. Ah, schade, aber guter Freistoß trotzdem von Tevez. Tevez auf Caleri, den habe ich auch gerade eingewechselt. Caleri, vielleicht mal mit links schießen, guter Schuss. Schade, Elionussi wäre da fast dran gekommen, den habe ich auch eingewechselt. Bleibt beim 2-0. Sehr, sehr schöner Auswärtssieg in der südamerikanischen Champions League. Colo Colo hatte keine Chance, muss man wirklich sagen. Amati hat mir sehr gut als Innenverteidiger gefallen. Der wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit öfter bei uns als Innenverteidiger spielen, weil er hat die Werte dafür auch als Innenverteidiger. Er kann auch im Mittelfeld spielen, was er auch stark gemacht hat, aber Amati hat so eine gute Stärkewert und er ist einfach so körperstark, dass er als Innenverteidiger richtig gut ist, weil Mere und Juice sind nicht die besten von der Stärke her. Darum passt Amati da auch gut rein und wir haben im Mittelfeld auch andere Spieler, die da spielen können. Also
Vielleicht Amate jetzt fester Innenverteidiger, muss man schauen, wie das abläuft. Und ich würde sagen, gehen wir direkt ins nächste Ligaspiel, was ich simulieren werde. Und dann im nächsten Part kommen zwei Spiele mit der Nationalmannschaft dran, aber jetzt erstmal ein Ligaspiel. Gehen wir rein ins Ligaspiel, wir spielen mit der absoluten Top-11 und ich erwarte 3 Punkte. Erwarte ich auf jeden Fall, wir liegen 1-0 hinten, ich überspringe mal, wir gewinnen 2-1, ja wie geil, ich hätte jetzt echt gedacht, das wird dann eine Niederlage. Aber wir gewinnen, Amati macht als Innenverteidiger ein Tor, bei dem läuft es in letzter Zeit bei uns richtig, Melli macht auch eine Bude. Also sehr, sehr geiler Part, alles gewonnen. Und dann im nächsten Part spielen wir gegen Kolumbien mit Argentinien, wird sehr, sehr interessant. Kolumbien, richtig gutes Team, die haben richtig interessante Spieler, wird nicht so einfach. Wenn euch der Part gefallen hat, haut auf jeden Fall ein Like raus, würde mich mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut da rein und Peace.